Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Indie-Game. Und ja, ich bin mir noch gar nicht so sicher, was mich hier erwartet. Der unbekannte Krieg 1916. Also wenn ich so einen Titel höre, Leute, habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Aber es wurde mir mehrfach empfohlen. Ja, und ich vertraue euch einfach mal. Ihr werdet mich auch jetzt nicht in ein komisches Kriegsszenario schicken, voller Action und, ne. Wir schauen es uns einfach mal total unvoreingenommen an. Mit der Hoffnung, dass diesmal nichts abschmiert. Denn wenn jetzt nochmal was abschmieren sollte, dann drücke ich auf den Bestellbutton bei Amazon. Naja, mal gucken. So, erstmal Englisch. Okay, wobei das alles doch mehr oder weniger auch Deutsch da steht. Egal. Gasmaske, okay. Flare, Riffle. Ja, es wird wohl ein Shooter sein. Das ist schon mal Sprache. Ja. Okay, gut. Na gut, dann los. Laden. Ist auch alles Deutsch hier. Was wollt ihr? Ich vermute einfach mal, dass wir auch in Deutschland spielen. 1916, finde die Leiter. Okay. Rieselbild. Ja, was für eine Mission. Wir müssen eine Leiter finden. Ich bin ja mal gespannt. Habe ich jetzt schon Waffen dabei? Anscheinend nicht. Ich müsste eigentlich auch sowas wie springen können. Kann ich auch nicht. Okay, Riffle habe ich nichts. Ich habe gar nichts, was da eben stand. Meine Maske habe ich auch nicht. Ich habe gar nichts. Okay. Wir können nur latschen. Momentan scheint das Schlachtfeld relativ ruhig zu sein. Ich bin überhaupt kein Freund dieser Zweiten Weltkriegsszenarien. Es ist aber für ein Schlachtfeld schon fast zu ruhig. Was macht der Kerl hier unten? Ich weiß es nicht. Liegt da was für mich? Nein. Der Krieg scheint vorbei zu sein. Oder ich könnte ja jetzt schon wieder mehr deuten. Vielleicht sind wir eine gefallene Seele. Wer weiß, wer weiß. Okay, ist schon ein bisschen spannend hier unten. Also die Grundatmo ist schon mal nicht schlecht. Okay. Da liegt jemand. Der scheint wohl tot zu sein. Du willst den Zettel da haben? Oder was willst du? Warum machst du so rum? Was macht er denn mit seinen Händen hier? Du willst doch bestimmt den Zettel. Genau. Zu Händen. Freiherr Theodor von Brunner. Liebster... Ach Gott, die Schrift ist aber ein bisschen anstrengend. Liebster Voter? Egal. Die Dinosaurier haben den nördlichen Teil der oberen Gräbern genommen. Morgen greifen wir sie an. Nee, oder? Ich kämpfe nicht ernsthaft gegen die Dinosaurier. Die letzten Tage waren harte Kämpfe und ich weiß nicht, wie viel wir noch verkraften können. Männer, die aus den Gräben kommen, Blut und Dreck verschmiert, Soldaten, die Reptilien mit ihren Bajonetten aufspießen, Kugelhagel und Granatensplitter, die über unsere Köpfen explodieren, in Erdlöchern schlafen, mit den Beinen übereinander liegen, Ratten, hunderte von Ratten, so groß wie kleine Hunde, krabbeln über uns, beißen Löcher in die Säcke mit unseren Essrationen. Bitte sagt der Mutter, dass sie mir vergeben möchte, aber du musst verstehen, ich bin nicht nur ihr Sohn, ich bin auch Sohn unseres Vaterlandes, dich dein liebender Sohn, Gerhard. Okay, ich hoffe, du hast irgendeinen komischen Trip geschmissen. Warum macht er denn die Hand so komisch an der Stelle? Willst du ihn schütteln oder willst du ihn drücken nochmal oder raff ich irgendwie nicht? Ich drücke auch... Ach, E gedrückt halten, dann... Was hat er denn jetzt? Ey, Junge, warum machst du das? Warum? Gott, ey. Ist das jetzt... Okay, du hast dir eine Waffe geholt, oder was? Eine Wurfwaffe. Es ist ja schick. Okay, dazu sage ich jetzt mal gar nichts. Es sind anscheinend alle ein bisschen total durch. Ja, Mensch, kämpfen wir jetzt echt gegen Dinosaurier? Ist das euer Ernst? Ratalle, das sind Dinosaurier. Scheiße. Okay, ich habe sonst nichts wie... Nicht im Ernst, oder? Kommt der jetzt... Kommt der zu mir? Okay, das ist ein Problem. Also ich... Ey, ist ja wohl nicht... Kann ich noch was an dir abrupfen oder so? Der macht es tatsächlich. Was hast du denn jetzt? Alter, was für eine kranke Scheiße ist denn das bitte? Ja gut, aber das bringt ja nichts gegen den Dino. Soll ich den kitzeln damit oder was? Geh weg! Okay, komm, wir hauen ab. Ah,
Stadthalle. Meine Fresse. Luisa, was? Claudia? Hä? Was ist das für ein Psychotrip? Kommt der Dino mir noch nach? Nein, der ist gar nicht mehr da. Okay, dann gib mir mal einen Kopf. Was nimmt er sich? Mal wieder ein Schuh. Ich muss mal checken. Ich schmeiß es ja auch einfach nur hin. Das kann man ja nicht als Waffe benutzen oder so. Was hat denn das für einen Sinn? Das ist was für eine Scheiße. Ja gut, das ist halt, ja, wenn man das Zeug immer blind spielt, weiß man natürlich nicht, was dabei rauskommt. Ich vertraue natürlich euren Empfehlungen. Ja, ich weiß gar nicht, passt das in eine Horrorwoche? Es ist schon ein bisschen unheimlich, aber es ist nicht wirklich, ne? Es ist aber auf jeden Fall mal was anderes. Und hey, schmiert nicht ab. So, da ist eine Lichtquelle, das würde... Oder da, ja genau, endlich mal eine normale Waffe hier. Hä? Okay, ja, perfekt. Und das... Nein, du sollst... Ach so, das ist so eine Leuchtfackel, okay. Ich habe eigentlich gehofft, das ist so ein Knüppel oder so. Nein, es ist eine Leuchtfackel. Okay, ich muss mir noch eine richtige Waffe holen. Kann es sein, dass wir niemals aus diesem Graben rauskommen werden? Och, Menno, die sind zusammen gestorben. Das tut mir aber leid. Da, das ist doch jetzt so eine typische Holzwaffe. Ich will diese Leuchtfackel nicht haben. Ich will eine richtige Waffe. Egal, ich lasse sie jetzt erstmal in der Hand. Ja, Orientierung, FTW. Ich hoffe, oh, was denn jetzt? Rathalle. Mhm. Ja, ich muss ja die Leiter finden. Das ist ja Ziel des Spiels. Ob es diese Leiter überhaupt gibt oder ob sich das ganze Spiel hier unten aufhält, ich weiß es nicht. Wir gucken uns weiter um. Erwartet nicht, dass ich hier die Orientierung behalte. Vielleicht ist das... Was ist denn jetzt? Was habe ich denn jetzt gehört? Ach du Scheiße, ist der groß! Nee, also wirklich, Leute. Das ist der einzige Vorteil, dass der wahrscheinlich überhaupt nicht durchpasst. Okay, ja, ich verstehe, warum ihr es mir empfohlen hat. Es geht doch schon in die Horror-Ecke. Wobei... Wow, was ist denn jetzt? Ist der hinter mir? Nee, wir hatten jetzt auf mich geschossen. Was ist denn da? Verstehe ich nicht. Was denn? Was ist mit dir los? Was? Ah, da ist der Dino! Der ist ja doch da, scheiße! Ja gut, aber ich muss ehrlich sagen, Dinos, ja, da habe ich nicht so Angst davor, muss ich ganz ehrlich sagen. Das schockt mich jetzt nicht so, wenn mich ein Dino erwartet. Dann doch lieber so eine Zombie-Fresse oder was weiß ich. Nimm da mal was mit. Ist der immer noch... Oh, geh weg! Geh weg! Aua! Mistvieh. So, was sagst du dazu, hä? Scheiße, bin ich... Nee, da geht's weiter. Ey, wie soll ich gegen den Dino kämpfen? Mal bitte, ich hab doch nichts. Da, Schlagstock, nein, will er nicht. Ist er immer noch hinter mir? Ah, scheiße. Okay, gut. Aber so, aua, Menno, er macht mir weh. Jetzt bin ich wieder hier. Das bringt mir aber herzlich wenig da. Nimm das Zeug. Und, zack. Au, scheiße, ich bin tot. Finde die Leiter. Ja. Nettes Minispiel, ja, überrascht mich doch jetzt ein bisschen. Ja, also ich kann verstehen, dass ihr es mir empfohlen habt. Es hat so eine typische creepy Stimmung. Aber ich hoffe, ich enttäusche euch nicht, wenn ich euch sage, es macht mir keine Angst. Ja, Dinosaurier sind nicht so meins. Also es gibt geile Dinosaurier-Spiele. Obwohl eigentlich nur eins, nämlich Dino Crisis. Werde ich auch irgendwann mal let's playen. Das ist nämlich genau wie Resident Evil, nur mit Dinos. Und das ist gruselig. Ich werde es jetzt noch einmal versuchen. Und zwar werde ich versuchen, mal unentdeckt zu bleiben. Das ist gleich ganz wichtig. Und ich hätte halt gerne eine Waffe. Also so eine richtige Waffe. Kein Bein, kein Scheißkant und auch keine Leuchtfackel. Und dann eine Waffe finden, wenn es das überhaupt in dem Spiel gibt. Wir können jetzt zum Beispiel nach rechts huschen, weil der Dino ist ja vorbeigegangen. Hä? Da geht's nicht weiter. Das ist jetzt schlecht. Das ist jetzt natürlich doof. Dann muss ich in den Gang da drüben hin. So, wir könnten jetzt mal einen anderen Weg einschlagen. Da ist die Rathalle. Ah! Okay, der hat mich erschreckt. Du hast mich erschreckt, ja. Kann ich denn nicht rennen? Wieso kann ich in dem dummen Spiel nicht rennen? Ah doch, ich kann ein bisschen rennen. So, wir gehen jetzt mal zu Claudia. Vielleicht ist bei Claudia einfach mehr los. Da bin ich ja nicht gleich losgerannt. Du Mistvieh, du... Ja. Okay. Machen wir es mal anders. Wir probieren das noch einmal.
Ja, ich glaube auch für euch, ich glaube nicht, dass das den Vote gewinnen wird, zumal es wird sowieso nicht beim Vote teilnehmen, da es ja ein sehr, sehr kurzes Spiel ist. Gut, wenn man nicht verrecken würde, so wie ich, dann wird es vielleicht 5 Minuten länger gehen. Entweder gibt es die leider wirklich und das Spiel endet, oder es gibt sie gar nicht und man verreckt hier elendig. Kann man sich aussuchen. War ich, ja, hier drüben war noch nie was, okay. Ich werde jetzt, na genau, jetzt ist er wieder auf der Seite, was aber relativ blöd für mich ist. Aber, oder ich renne jetzt einfach wie ein Bekloppter. So, ab zu Claudia. Ja, kann nicht mehr rennen, super, ey. Das war ja wieder ein kurzes Vergnügen. Oh Mann, der ist ja schon wieder da. Ey, wie schnell ist der? Kack, ey. Blödes Vieh, ja, ich hänge fest. Ah, wo soll ich denn hin? Ich darf nicht so... Ah, Mann, ey. Das ist doch doof. Ich werde die leider... Oh, was ist denn hier los? Ah, okay. Ich hätte gerne eine ruhige Minute. Ich würde mich gerne mal verstehen. Wer bist denn du jetzt? Was ist... Was ist mit dir los? Entschuldigung, das wollte ich nicht. Hallo? Hilfst du mir? Ah, ich sehe nix. Oh Gott, wie creepy. Was ist denn mit dem? Okay, ja, ich weiß, kann mich hier nicht umgucken. Das ist alles zu... Bekackt gerade. Au. Ja. Ja, es sind ja noch nicht mal Fails, ne? Ihr seht es ja selbst. Ich muss anscheinend den richtigen Weg finden und... Okay, wir probieren es jetzt noch einmal als Sneaking. Denn es bringt nichts, wenn das Vieh mich einmal findet, dann bin ich dem Tode verurteilt. Ich werde es nochmal versuchen, so wie das erste Mal, dass das Vieh vielleicht nochmal auf die andere Seite huscht und ich dann einfach abhauen kann, ohne dass es mich bemerkt. Und... Seit wann schreit hier jetzt ein Baby? Okay, das finde ich creepy. Also entweder schreit schon die ganze Zeit, aber ich habe es jetzt zum ersten Mal gehört. Was hat es mit diesem Aufsicht da, mal ganz ehrlich? Ach, der frisst dann. Jetzt kapi... Moment mal, wir können den quasi ködern, oder? Wenn ich das da reinschmeiße, so. Dann können wir das hier zeitweisig vielleicht ablenken. Kann das sein? Das ist das Einzige, was mir jetzt einfallen würde. So, jetzt wäre es ganz hilfreich, wenn das Vieh auf die andere Seite gehen würde. Zum Fressen. Hm, es kommt aber nicht mehr. Ich wette es mit euch. Wenn ich jetzt um die Ecke gehe, gucken, steht es genau vor mir. Das ist so typisch. Nein, noch nicht einmal, okay. Ja, toll. Hm. Es wird jetzt gleich rechts um die Ecke kommen. Mal gucken, ob... Also das müsste es jetzt gesehen haben. Aber... Nee, es reagiert nicht. Doch. Ja, ich glaube, es frisst jetzt, oder? Das... Ich weiß jetzt nicht, wie... Frisst es? Ja. Okay, nee, es frisst nicht. Ah, scheiße. Das war ein billiger Versuch, okay. Guck mal, da ist noch was zum Essen. Happy, happy. Ey, ich nicht! Ess doch die Leiche, du! War doch schon bewiesen, dass so fette Dinosaurier größtenteils Aasfresser waren. Weil sie... Ach. Ja. ja. Nettes Spiel. Mich turnt es nicht hundertprozentig an, aber damit muss man halt mal rechnen, wenn man blind spielt. Das ist jetzt wirklich mein definitiv letzter Versuch, da nochmal was zu reißen. Ich würde gerne wie im ersten Durchgang, dass das Vieh mal auf der rechten Seite bleibt. Das will ich mal. Vielleicht muss ich... Aber ich glaube nicht, dass ich warten muss. Das Vieh rührt sich ja wirklich nicht. Das wartet nur um die Ecke, Mensch. Komisch. Ja, tatsächlich, das ist wieder das Babygeschrei. Ich habe es anscheinend das letzte Mal einfach nicht gehört. Ich an seiner Stelle würde irgendwie versuchen, da rauszuklettern. Mal ehrlich, so hoch ist das jetzt nicht. Wenn man da vielleicht hüpft, sich an irgendwo festkrallt, das muss doch gehen oder irgendwo da... Naja. Wieso lacht denn da jetzt einer? Ach, was weiß ich. Also ich glaube nicht, dass das Vieh gefressen hat, ganz ehrlich. Das kam mir nicht so vor. Es interessiert ihn doch herzlich wenig, wenn er mich gesehen hat. Vielleicht ist das aber auch Sinn und Zweck der Sache, dass es mich nicht sehen darf. Hm, ich weiß es nicht. Ich mache es jetzt mal dahin. So, das müsst ihr ja dann gleich sehen. Mal gucken, was es macht. Aha. Vielleicht kann man die auch tot füttern.
Das wär's doch, oder? Ja, Mensch, das bringt's aber nichts, wenn er... Wenn ich ihn zwar ablenken kann, aber er trotzdem auf mich dann primär sich fixiert, dann bringt mir die Fütterei doch gar nichts, mal ehrlich. Oh, ja. Also ich hab's ihm hingeschmissen, ich weiß jetzt nicht, ob es ihn ablenkt, aber ich glaube nicht. Weil er steht halt mehr auf mich, ich kann's verstehen. Ich bin frisch, ich bin knackig und ja. Wir gehen zu Claudia, mal gucken, was die für uns übrig hat. Claudia, wie geht's? So. Hier waren wir noch nie. Och, Menno, ich will mich hier einfach mal umschauen können. Aber das geht nicht mit diesen dummen Viechern. Da will ich rein. Oh, wir haben es tatsächlich geschafft. Oh. Aber sofort her damit. Haha, jetzt kommt die Retourkutsche. So. Sehr gut, aber ich bin fast tot. Gibt es hier sowas wie Health? Wahrscheinlich nicht. Was ist denn jetzt? Okay, schöne Musik. Das ist ein Plan. Wenn ich nicht so blöd wäre, würde ich es wahrscheinlich kapieren. Dann ist das Spiel doch wahrscheinlich ein bisschen größer. Also gut, da es größer ist und man sich nur nicht blöd anstellen muss, würde ich sagen, es steht doch zum Vote frei. Wobei, ich glaube, ihr wollt das nicht sehen. Ja, zumindest bei mir nicht. Ich bin da doch ein bisschen zu verpeilt. Mein liebster, mutiger Sohn. Wie lange nehme ich eigentlich schon auf? Ich habe mal wieder nicht auf die Uhr geachtet. Ah, die Musik ist doch schön. Dein Vater und ich waren so stolz, von deiner Beförderung zu erfahren. Der Major kam und hat deinem Vater die Hand gegeben und ihm einen Ehrenbrief gegeben. Er wird auf dich warten, bis du zurückkommst. Deine Schwestern hegen, was? Helfen Fräulein Gugelhahn, keine Ahnung, spenden für den Kampf zusammen. Spenden? Ach, ich kann sowas nicht lesen. Und beide fragen immer nach deinem Wohlbefinden. Die Marmelade von der letzten Lieferung ist fast alle. Aber wir haben vielleicht die Möglichkeit, etwas für dich zu bekommen. Ich werde etwas herumfragen und sehen, ob ich dir ein Paket schicken kann. Wir vermissen dich alle sehr und hoffen, dass du bald wieder zu Hause sein wirst. Deine, dich liebende Mutter. Warum schreiben die eigentlich nach der neuen deutschen Rechtschreibung, wenn wir doch 1916 haben? Zukunftsvisionäre. Oh, ich weiß, wie man schießt. Cool. So. Ja, gut. Ich würde gerne hier bleiben, aber ich fürchte... Ich glaube, ich habe mich erholt, oder? Der krüppelt jetzt gerade nicht mehr so ab. Na gut. Wir haben eine Waffe. Ach, wie schön, ey. Kann man das aufmachen? Schade. Schöne kleine Details. Gefällt mir eigentlich. Okay, Mistvieh da draußen. Jetzt bist du fällig. Wo bist du? Da. Hey. Bam! Scheiße. Hab's überhaupt getroffen? Oh, meine Waffe ist leer. Nein. Meine Waffe ist leer. Scheiße. Ich gehe hier wieder rein. Ah, Mann. Jetzt bin ich wieder halb tot. Mein letzter Zufluchtsort. Am liebsten würde ich mir eine Kugel einfach selbst in den Rachen schießen. Ganz ehrlich. Ah, Mann. Jetzt habe ich keine Munition mehr. Jetzt habe ich so ein gutes Gefühl gehabt. Ich krieg den down, aber ich habe ja auch keinen Zielcursor, nix. Mysteriös, das Ganze. Okay, dann bleibt es doch bei der alten Taktik, Leute. Kann ich das nicht mal als Nahkampfwaffe so ein bisschen ihn... Nein, geht gar nichts. Das ist natürlich doof. Ich kann jetzt auch nicht mehr Leichenteile nehmen. Die Zeit ist vorbei. Okay, warte mal. Ne, die Maske haben wir noch nicht. Müssen wir alles erst noch finden. Wir sind jetzt gerade... Bei Claudia. Nee, Quatsch. Ich glaube, ich bin ja dann irgendwo abgebogen. Da ist die Leiter. Okay, das sagt mir alles nichts. Auf jeden Fall in der Nähe von Wilhelmina ist die Leiter. Okay. Vorrat. Vielleicht auch... Ach so. Beim Vorrat ist die Gasmaske, die wir brauchen, weil bei Wilhelmina ist Gas. Verstehe. Gut. Ich habe nur keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Oh Mann. Oh, das ist Munition. Schön, liegt hier jetzt vielleicht noch Munition, die ich jetzt rein zufällig mal... Nein, den Brief will ich nicht nochmal lesen. Okay, wir haben einen einzigen Schuss für die Bestie. Aber ich müsste sie halt auch treffen. Ich werde sie abknallen, wenn sie direkt vor mir steht. Dann muss ich treffen. Oder ich versuche einfach still und heimlich abzuhauen. In die Richtung. Das Pferd hat mich... Ja! Was ist denn? Oh Gott, ey. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wo ich hin soll, ganz ehrlich. Wir schauen uns einfach mal um. Wir haben einen einzigen Schuss. Oh, okay. Ja, okay. Okay, komm mal her. Ich werde versuchen, dich zu erschießen. Ich hoffe, ein Schuss reicht.
Kommt der jetzt? Was ist denn? Ah, gut, er will anscheinend nicht kommen. Oder doch? Doch, er kommt. Jetzt, komm! Schieß! Ey, ich muss doch... Das Vieh... Das ist dem scheißegal, ne? Das ist dem sowas von egal. Ja, Freunde! Da bin ich wieder! Und... ja, das Spiel hat sich aufgehangen. Aber... Nach dieser Aufnahme-Desaster habe ich mich auf die ultimative Lösungssuche gemacht. Nein, eigentlich habe ich erst eine Grafikkarte bestellt. Und als ich mir die bestellt habe, habe ich noch ein bisschen rumgegoogelt, woran das noch so liegen könnte. Und da wurde mir, das habt ihr mir auch geschrieben, das könnte ein Temperaturproblem sein, ja. Also habe ich mal ein kleines Programm hier geholt, um zu testen, wie es denn aussieht mit der Temperatur. Und siehe da, nach wenigen Minuten ging das in den dreistelligen Bereichen, das ist gar nicht gesund. Also die war standardmäßig schon auf 60 Grad oder 70 und hatte innerhalb von 2 Minuten bei diesem Stresstest, den ich da machte, auf einmal schon über 100 und dann hatten sich auch schon Artefakte und so weiter gebildet und dann wusste ich, okay, es liegt definitiv da dran. Habe ich mich natürlich gefragt, wie kann das sein, dass die auf einmal so überhitzen? Dann ist mir aufgefallen, Moment mal, warum ist der Rechner so leise? Der fucking Lüfter macht überhaupt nichts von der Grafikkarte. Ja, das erklärt dann natürlich einiges. Ja, Freunde. dann habe ich meinen Computer aufgemacht. Und ich muss sagen, ich bin ehrlich gesagt ein fauler Hund, was das angeht. Ich mag das überhaupt nicht, Computers zu öffnen. So, friss. Und deswegen... Wieso läuft der denn jetzt so komisch? Ja, egal. Ja, ich habe es jedenfalls gemacht. Nach 3 Jahren habe ich mal meine Grafikkarte dort rausgeholt. Und ja, was soll ich sagen? Ich glaube... Stauballergiker, der hätte 50 Tote erlitten oder so. Kein Witz, tut mir auch leid. Das ist für die Grafikkarte, weil letztendlich ja, bin ich schuld, dass es dann zu diesen Hängern kam, war klar. Was haben wir denn hier gefunden? War ich hier schon mal? Ich weiß es gerade nicht, aber ich gehe lieber mal weiter. Oh, jetzt. Ah, scheiße. Ja, der hat mich nicht gesehen, oder? Auf jeden Fall bin ich jetzt gar... Ach Gott, ist der groß. Das ist ja ein richtiger T-Rex schon fast, oder? Ich muss da lang. Aua, ah, shit. Ist hier nicht wieder das Häuschen irgendwo? Genau. Nee, das ist kein Häuschen. Shit. 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 Ist hier kein Haus? Warte mal. Bunker da? Kann ich da rein? Ah, okay. Ich hau ja schon ab. Aua. Ach ja. Ja, auf jeden Fall. Ich habe dann das Ding mal so richtig durchgesäubert. Glaubt mir, das waren so fette... Ich kann es noch nicht mal mehr Staubschichten nennen. Das waren Staubbälle. Und der Lüfter hat überhaupt keine Chance, dass er sich da überhaupt noch bewegt. Kein Wunder, dass er seinen Dienst verweigert hat. Darüber hinaus ist mir aufgefallen, dass diese Grafikkarte die ganze Zeit im falschen Slot steckt. Nämlich... Oh, ich bin tot. Ja. Nämlich, ich habe 2 PCI-Express-Anschlüsse und da steht das zumindest dabei, dass wenn man nur eine benutzt, wie es in meinem Fall halt der Fall ist, dass die dann da unten rein soll. Bei mir war sie oben drin. Gut, ich weiß nicht, ob das wirklich schlimm ist. Ich habe sie jetzt auf jeden Fall auch in den richtigen Slot gewechselt. Und ja, was soll ich sagen? Stresstest gemacht. Nach 20 Minuten blies er immer noch auf 65 Grad. Ich würde sagen, das war das Problem, das ich die letzten Tage hatte. Nicht nur bei den Indie-Games, sondern auch bei Dark Souls im letzten Part, falls das jemand von euch schaut. Da war das auch schon das Problem, dass auf einmal da das Bild gefreezed hat. Wofür ich ja erst die TV-Karte verantwortlich machen wollte, aber ich denke, das hat einfach auch damit zusammengehangen. Mir hätte es eigentlich auffallen können, weil eigentlich... lässt die Grafikkarte relativ laut raus. Aber gut, ich habe ja auch Headset auf und mir ist das erst dann bei den intensiven Tests wirklich aufgefallen. Ja, viel Gelaber um nix. Ich wollte euch damit einfach nur die Angst nehmen, dass es in den nächsten Projekten wieder zu diesen nervigen Hängern kommt. Davon können wir höchstwahrscheinlich jetzt ja, eine ganze gute Weile, wahrscheinlich wieder 3 Jahre, können wir da beruhigt sein. Ja, es tut mir echt leid, aber egal, ihr habt das Spiel ja trotzdem bekommen. Durch dieses technische Desaster, jetzt kann ich natürlich die Grafikkarte, die ich mir jetzt bestellt habe, kann ich jetzt natürlich auch nochmal stornieren, ist klar. Das hat jetzt alles ein bisschen Zeit gekostet. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich das alles zeitlich jetzt gut schaffe. Mit den, mit meinem Plan, eventuell kommt hier und da mal was später. Ich versuche das aber so schnell wie möglich wieder nachzuholen. Versprochen. Gut, soweit alles klar, also das hätten wir letztendlich doch nochmal in den Griff bekommen. Jetzt werde ich noch bis zum letzten Tod spielen, würde ich vorschlagen. Nee, komm, wir gehen mal wieder hier hin. Ist schade. Oh, hier ist das Gas. Shit, hier ist das Gas ausgebrochen. Ja, 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 das habe ich kapiert. Bei Wilhelmina, genau, da war das Gas. Ich muss ja erst zu dieser Dingens...
Wenn ich das finde, jetzt bin ich aber halb tot. Vorrat. Ja, genau, Vorrat. Da muss meine Gasmaske sein. Das probieren wir jetzt eben nochmal. So, da, da. Mensch, ich ärgere mich über mich selbst, dass ich wirklich noch nie den Staub... Also ich habe ihn immer so oberflächlich rausgemacht, wisst ihr? Wenn ich so was Neues hinzugefügt habe, zum Beispiel RAM oder die TV-Karte, das kam ja innerhalb der Jahre. Aber wir lesen das. Ach nee, das lese ich jetzt nicht. Wir hören eh gleich auf. Liebstes Kettchen, okay. Ja, ihr könnt ja auf Pause drücken und lesen, wenn es euch interessiert. Ich habe immer mal wieder so oberflächlich den Staub weggemacht, aber bei der Grafikkarte ist es halt so, dass der Lüfter da unten sitzt und da, den hat man halt nicht im Blick. Ja. Naja. SSKM, würde ich sagen. Selbstschuld, kein Mitleid. Ich bin nur froh, dass ich jetzt doch das Geld sparen kann. Denn wie ihr seht, das Spiel läuft. Der Stresstest war eindeutig. Wunderbar. So, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich hier hin soll. Ich glaube, wir waren hier noch nie. Ich spiele jetzt bis zum Tod und dann ist Zappe. Ah, ich freue mich dann schon, weil das hat mich wirklich auch ein bisschen durch die Atmo... Das war natürlich ein Atmo-Killer, wenn man da mitten im Spiel ist und dann kamen diese Hänger. Aber das ist jetzt wieder vorbei. Da habe ich eine Sorge weniger. In dem Sinne, ich würde einfach mal behaupten, morgen wird es ein bisschen gruseliger. Das war jetzt ja nicht so der Burner, geben wir es zu. Dinosaurier, naja. Trotzdem steht es zum Vote. Wobei, ich glaube, würde ich mich nicht so blöd anstellen, wenn man jetzt bei der Reserve die Maske holt und dann zu Wilhelmina geht. Dann ist ja das Spiel theoretisch durch. Würde auch die Megabyte-Größe von ca. 50 oder so, würde passen. Deswegen, ich glaube, es steht doch nicht zum Vote. Ach, ich weiß nicht. Mach, was ihr wollt. Das ist meine Maske. Ja, ist klar, dass jetzt was passiert. Und dass ich in die Fresse des Viehs läufe, klar. Läufe vor allem. Vielleicht spielen wir es jetzt doch noch schnell durch. Das ist mein letztes Leben. Ich spiele einfach, bis ich tot bin. Aber jetzt nochmal zurückfinden zu Wilhelmina. Hi. Lalalala. Ich weiß gar nicht, ob ich richtig bin. Ich renne einfach. So, was haben wir hier? Rathalle. Ja, das ist blöd. Ich würde gerne wieder in dieses... Oh nein. Ach, jetzt bin ich wieder bei dem Freak da. Krass. Keine Ahnung, was der von mir will. Ach, ja. Wo gehe ich denn hin? Rathalle, vielleicht finde ich da wieder das Wilhelmina-Ding. Aua! Ja, danke. Ja, beiß mir in den Arsch. Stehe ich drauf. Ach, wo bin ich jetzt? Bin ich im Gas? Bin ich bei Wilhelmina? Ich weiß es nicht. Was haben wir hier? Was steht da? Ach Mann, ich kann mich doch nicht... Ach. Na gut, das war... Nee, ich finde nichts mehr heute. 1516, nettes Spielchen. Nichts Besonderes. Ab morgen gibt's dann in jederlei Hinsicht wieder mehr Atmo. Beim nächsten Indie-Game. Bis dahin, ciao.